Hey Leute und willkommen zurück zum schlechtesten Spiel der Welt. Die übliche Szene, ne? Der Ureinwohner schnappt sich unser kleines Baby. Ich habe gerade schlechtes Spiel der Welt gesagt, weil ich ja letztes Mal durch diesen wunderschönen Bug gestorben bin. Und ich mir alles so schön aufgebaut hatte. Und dann bin ich einfach im Baumstamm in die Luft geflogen und gestorben. Fand ich nicht so geil. Ich meinte jetzt schlechtes Spiel der Welt, aber jetzt aus Wut. Ja, schön. Ich brauche erstmal was zu futtern. So, wir kennen uns ja jetzt aber schon ein bisschen besser aus. Und diesmal suche ich hier auch nach diesen komischen Schaltkreisen. Weil, bitte, gib mir, danke. Weil die Ureinwohner kommen hier sowieso nicht ins Flugzeug. Ja, neue Welt, The Forest. Mal gucken, ob wir diesmal dieses komische Schiff haben mit der Flairgun drauf. Dann ist das ja... Ach, unser Pedometer. Ja, geil. Den haben wir auch wieder am Start. Alter, ich hätte so gern die Taschenlampe. Wo sind denn hier Schaltkreise, Leute? Warum ist da ein Fuß in der Wand? Da kann ich doch nicht durch. Kann ich hier irgendwas kaputt schlagen? Hey, wo sind denn hier Schaltkreise, Leute? Wolltet ihr mich verarschen? Also ich finde hier keine Schaltkreise. Hallo? Okay, wir sind an einer anderen Stelle gespawnt. Nein! Ich bin, Leute... Bitte schlagt mich einmal für diese Dummheit. Ich muss was essen. Hi Hase. Ich könnte dich jetzt gebrauchen. Ja, Restores Energy. Ah. Leute, ich bin so dumm manchmal. Ich fresse erstmal so eine Giftbeere. Hier, ich muss hier was zu essen finden. Damit ich wieder ein bisschen Gesundheit bekomme. Nichts. Ah, was zu essen. Essen. Danke. Das reicht auch schon. So, ich kriege keine Gesundheit dazu, warum auch immer. Ich bin schon wieder zu dumm für dieses Spiel. Komm her. Leguan, Lizardmann. Och nee, jetzt schlägt er nehmen und jetzt haut er wieder ab, dieses dumme Miststück. Bitte bleib doch stehen. Danke, komm. Papa Torben hat ein Geschenk für dich. Wo ist er? Danke. So, schon mal ein bisschen Rüstung. Ja, wir sind im Blut, aber wir sind doch gerade erst abgestürzt, man. Just give me a little bit time. Oh mein Gott, hier ist wieder ein Koffer. Oh, ich will zu dumm, den aufzumachen. Klar. Ne, wenn ihr jetzt schon kommt, dann könnt ihr mich mal, ja? Ohne Spaß, wenn die jetzt schon kommen würden... Da liegt ein Toter. Alter Leute, ich sehe schon wieder nichts. Erstmal schnell zur Küste rennen. Hier sieht's gut aus mit Küste. Jop, jop, jop. Ich bin schon wieder hier, Leute. Am toten Hai. Das Geile ist, bei mir ist das Schiff nicht. Ich könnte mir mal sagen, ob das irgendwie bei irgendeiner bestimmten Version rausgenommen wurde oder so. Ach man, warum gewittert es denn immer? Alter, ich hasse dieses Spiel für sein Wetter.
Oh Gott, hier liegt schon wieder ein Toter, ey. Hi. Okay, mehr Beine kann ich nicht mitnehmen und so. Aber da hinten soll auch irgendwo eine bessere Axt sein. Ist die denn da wohl noch? Leute, hier soll irgendwo ein Schiff sein. Ihr könnt mich mal. Dieses Scheißspiel hasst mich. Bei allen ist dieses Kackschiff, nur bei mir nicht. Und ich krieg die verfickte Flairgun dadurch nicht. Ohne Witz, mit der wäre es so einfach, hier diese Scheiße zu überleben. Aber wäre auch ein bisschen langweilig natürlich. Oh nee. Tschüss. Tennisball, dich haben wir nie gebraucht. Du hast uns nicht vor dem Sterben gerettet, vor gar nichts hast du uns gerettet. Du hast mich enttäuscht. Alter, hier gammeln auch überall so ein paar, ne, den Tennisball brauchen wir gar nicht mitnehmen. Hier gammeln auch überall so ein paar, tote Ureinwohner. Warum die das machen, weiß ich gar nicht. Hallo, geh kaputt. Ich muss nach unten gucken. Oh, eine Taschenlampe, geil. Geil, schon mal was, was wir beim letzten Mal nicht hatten. Aber ich weiß auch gar nicht, wie... Ich weiß auch gar nicht, wie praktisch wirklich so eine Taschenlampe ist. Weil die Ureinwohner, nicht Ureingeborenen, einen damit ja ziemlich leicht sehen, wahrscheinlich. Koffer, du stehst falsch rum. Oh ne, wie viele Tennisbälle hier rumgammeln, ne? Hier soll irgendwo eine bessere Axt sein, habe ich gehört. Ich höre schon wieder Schritte, ey. Oder sind das die Möwen da? Guck mal, ich lasse sogar euren ureingeborenen Freund hier liegen. Und lasse euch die Ehre, mit dem zu machen, was ihr wollt. Ganz sicher werde ich nicht nochmal da einziehen. Ich weiß gar nicht, wo ich hinziehen soll. Ich bin ehrlich gesagt jetzt so ein bisschen hilflos. Ich habe eigentlich gehofft, dass ich das Schiff mit der Flairgun finde. Ach man, und mich dann... Warum haben so viele Leute Tennisbälle dabei? Alter, ohne Witz. Und du sollst nicht falsch rum... Verarsch mich, Alter. Echt. Ach, das ist auch ein Tennisball. Der ist auf einmal ein bisschen kleiner geworden. Ich dachte, irgendwie wäre eine Münze oder so. Die Schaltkreise haben wir übrigens wieder nicht gefunden. Ich habe noch eine Taschenlampe. Vielleicht hätte ich beim letzten Mal auch einfach Koffer aufmachen können. Vielleicht hat ja auch zufällig jemand eine Flairgun dabei. Ich meine, habe ich auch immer, wenn ich ins Flugzeug gehe. In meinem Flugzeug sind auch immer Koffer von welchen, die eigentlich nicht da sind. Das Flugzeug ist immer leer, aber die nehmen dann trotzdem einfach so 10.000 Koffer mit. Ja, komm, ich wollte die Kleidung haben, geh weg. Weil, ich bereite mich schon mal darauf vor, dass wir uns viele Molotow-Cocktails machen müssen. Hi, Koffer, komm mit. Okay. So langsam können wir dann auch mal anfangen, uns eine Bleibe zu suchen. Wie ich immer so gerne sage. Hallo du. Ja, ja, hier liegen noch ein paar Beine rum. Hier ist ein Eingang von der Höhle, habe ich gehört. Genau da. Nö, nö. Habe ich jetzt nicht so richtig viel Bock drauf.
Sollte man vielleicht auch erst machen, wenn man ein bisschen besser ausgerüstet ist. Maybe. So, lass mich sehen. Ich habe echt keine Ahnung, wo wir uns hin pflanzen können. Nee, ich will nicht schon wieder da hinten hin eigentlich. Obwohl ich da so sicher war. Ich weiß es doch echt nicht. Ich würde gerne an den Strand gehen. Weil da hat man viel Zeit, die Einwohner zu sehen. Aber ich habe echt keinen Plan, wohin. Ey, vielleicht mal da hinten auf die andere Seite. Ist da oben rechts einer? Ja. Da chillt einer. Alles klar. Du hast uns einfach mal nicht gesehen, oder? Wir tun dir auch gar nichts. Guck mal, wir gehen einfach vorbei. Wir lassen deine ganzen Freunde einfach hier liegen. Was ist das? Warum ist der Sand da so komisch? Ah, hier sind einfach Steine im Sand. Why not? Ich habe ganz vergessen, hier den Alkohol aufzusammeln. Hi, Tennisball. Der springt einfach immer weiter. Den stört das auch gar nicht, weil sowas wie Gesetze der Physik, das gibt es in dem Spiel sowieso nicht. Snickers kann man auch immer gebrauchen. Alter, hier ist doch dieser Baum von denen, oder? Wo ich gerade lang gehe. Ja, die können mich mal, weißt du? Oh, ein Anker. Da ist das Schiff, Leute! Vielleicht sind wir gerettet. Für immer und ewig. Warum habe ich mich beim letzten Mal einfach auf die Suche gemacht? Oh Gott, wenn da die Flare Gun drauf ist, Leute, ich bin der glücklichste Mensch auf dieser Erde dann. Nein, eigentlich nicht, eigentlich. Eigentlich nicht. Aber ich würde mich schon ein bisschen freuen. Auf jeden Fall können wir da drauf doch erstmal wohnen. Bis die, also falls es Nacht wird. Da kommt doch kein Ureinwohner hin. Und wir chillen dann da einfach. Was ist das Rote, was da blinkt? Kann ich das aufsammeln? Das wäre immer übelst geil. Das sieht aus wie so ein Gymnastikball. Leertaste. Ich konnte es echt aufsammeln. Was zur Hölle ist das? Ich habe gerade was Großes Rotes aufgesammelt. Es wird mir hier nicht angezeigt. Leute, schreibt mir bitte in die Kommentare, was das ist. Oh Gott, da hinten liegt die Flare Gun. Komm, bitte lass mich hier hoch. Danke. Leute, wir sind gerade unsterblich geworden. Denn wir können jetzt das machen. So, dann klicken wir einfach nochmal hier drauf. Und wir haben einfach wieder unendlich Schuss. Geil. Hui. Damit hat sich unser Blatt gewendet. Kann man damit zielen? Nein, kann man nicht. Aber es macht mir gar nichts. Fährt die Yacht? Nein, Gott sei Dank. Kann ich auch. Nö, kann ich nicht. Doch, was habe ich da angezündet? Okay, nichts, gut. Oh, ich brauche einen... Ah, ne, ich habe doch genug Snickers erstmal. So. Ja, es ging. Ich habe lange überlegt, ob ich das machen soll. Und dann habe ich es getan. Und es ging. Ich bin stolz. Gut. Auf Ertrinken hätte ich jetzt so nicht so viel Bock. Okay, damit ist mir die Angst des Spiels genommen, Leute, um ehrlich zu sein. Es sei denn, es kommt so ein
so ein Eingeborener von oben runtergesprungen und versetzt mich voll in Panik und so. Aber damit habe ich erstmal nicht so viel Angst vor den Eingeborenen. Weil ich denke mir jetzt so, ja, lass sie kommen, wenn die, da oben ist der Baum, nämlich der große. Alter Leute, sollen wir eiskalt sein und darunter direkt unser Zuhause bauen. Ah, Leute, ich bin so glücklich, dass wir diese Scheiße hier haben. Sollen sie doch kommen, die Penner, und kriegen sie gehörig auf die Fresse. Vor allem, jetzt können so viele kommen, wie die wollen. Ich muss dann halt mal schnell auf I und mich neu ausrüsten mit der... What the fuck, da habe ich doch gar nicht hingezielt. Ah, okay, es funktioniert nicht alles mit der Flare Gun. Hier ist ein Anker. Eigentlich, ne, habe ich Bock hier zu wohnen. Was ist das? Ach, eine Alge. Ja, lass uns doch hier unser Haus bauen, oder? Warum denn nicht? Außerdem liegt hier ganz viel Geld. Ja, ja, lass es machen. Eher... Das war ein bisschen zu weit. So. Da oben ist auch noch so ein großer Baum. Wir bauen uns einfach direkt hier in der Mitte von den großen Bäumen auf. Noch mehr Flares. Wer hat denn hier gezeltet? Ich glaube, dem geht es nicht mehr so gut. Was ist das? Oh nee, ich will doch die Flare Gun haben. Ja, so langsam wird's auch schon Nacht, ne? Ja, aber wir müssen ja unser Zelt bauen. Irgendwann muss die Flare Gun leider auch mal weichen. Zwar nur für kurze Zeit. Baum fällt. Da hört ihr auch schon mein Handy. Kann ich die essen? Nee, kann ich nicht. Glaube ich zumindest. Ich will es jetzt eigentlich nicht so gerne ausprobieren. Ich will erstmal mein schönes kleines Home bauen. Alter, wie geil ist da draußen auf der Insel, wäre das denn? Leute. Oh, ich höre Skype. Ja, nee, geht gerade nicht. Ich muss eben schlafen. Ich hoffe, der hört jetzt gleich auf anzurufen. Solange müsst ihr jetzt... Oh, ich konnte sie doch... Nein, kann... Ach, Leute. Ich hasse diese Bären jetzt schon. Tobi, bitte nerv jetzt nicht, ja? Leg ich einfach... Komm. Naja, jetzt habt ihr im Hintergrund richtig geile Gruselmucke. Die macht auch schon direkt eine spannende Stimmung. Eigentlich freut ihr mich gerade. Nee, ich habe keine Angst mehr. Da hinten sind die Spastis. Och, jetzt, es reicht, Skype, ehrlich. Ohne Witz, Alter. Schaffe ich es? Ich gehe einfach ins Wasser, wenn ich das Spiel kurz minimiere. Das ist eine gute Idee. Okay. Leute, ich hoffe, das Scheißding stützt nicht ab. Wir sehen uns gleich wieder.